Herzlich willkommen. Wir sind hier im ZKM Karlsruhe in der Gameplay-Ausstellung. Ich bin hier mit Dominik und wir werden jetzt World in a Game spielen. Hey Dominik. Hallo. So, wir befinden uns jetzt hier im Menü. Wir haben diese Musik. Ich starte einfach mal. Worum geht's denn bei dem Spiel? Das Spiel ist einem Buch nachempfunden. Tracy Fullerton hat es in einer 10-jährigen Bearbeitungszeit entwickelt mit ihren Studierenden an der University of South California in Los Angeles. Genau, wir können uns kurz das Intro hier mal angucken und dann erzähle ich noch ein bisschen weiter. Suck out all the marrow of life. To live so sturdily and Spartan-like is to reduce it to its lowest terms. And if it proved to be mean, to get the whole and genuine meanness of it. Also ich kann es sonst auch ein bisschen zusammenfassen. Es geht um das Buch Walden, das Henri David Thoreau geschrieben hat. Das kam 1854, ist das erschienen. In diesem Buch hat sich, und deswegen auch in diesem Spiel, hat sich Thoreau zurückgezogen an den Walden Pond, an den Walden See. Das ist ein See in Massachusetts und hat versucht, dort ein einfaches Leben in der Natur zu leben und ganz zurückgeworfen auf sich selbst im Einklang mit der Natur. Man muss ein bisschen verstehen, genau, hier diese Pfeilspitzen, ja. Kann ich da? Die navigieren einen, denen kann man folgen und dann, das sind quasi die Brotkrumen, denen man folgen kann. Das guidet einen hier durch das Spiel. Warte mal ganz kurz, dann können wir hier kurz drüber sprechen. Wir starten plötzlich in einer natürlichen Umgebung, in einer Waldlandschaft. Hier stehen der Rohbau unserer Hütte, oder vermutlich unserer Hütte, das wird sich gleich klären. Und diese Pfeilspitzen, die leiten uns auch da schon hin. Wir sehen hier gerade einen Hasen seitlich sitzen. Kannst du dir nochmal angucken? Ist er noch da? Oh, jetzt ist er weg. Genau, also wir haben hier Tiere, wir haben verschiedene Pflanzen. Ja. Ansonsten ist es in der Ego-Perspektive zu spielen. Und wir haben bisher ja auch schon mehrere, wenn ich es richtig verstanden habe, mehrere Zitate aus dem Buch von Thoreau angezeigt bekommen, oder? Genau, gleich im Intro über seine Gedankenwelt und wie er sich fühlt an diesem, ich kann zoomen. An diesem Ort. Zoomen. Ah, und dann kriege ich auch eine Information zu dem Pfeil. Eine Pfeilspitze. Nehme ich mit. Sind das auch Zitate, die wir hier gezeigt bekommen? Genau, also das ist, sind alles Texte aus dem Buch, die wir hier lesen können. Das heißt, das Spiel ist so ein erlebbares, oder das erlebbare Buch, das spielbare Buch. Was aber ganz interessant ist, ist eben, dass wir selber nachempfinden müssen, was Thoreau erlebt hat und was er gemacht hat. Nicht nur aus der Beschreibung, sondern wir müssen im Spiel agieren. Können uns jetzt erstmal umgucken, genau, laufen ein bisschen rum, da haben wir ein Buch, sehr schön, eine Karte, immer sehr hilfreich. Ja. Tatsächlich ist die Landschaft jetzt am Anfang noch nicht so groß, dass wir eine Karte bräuchten, um uns zu orientieren. Oh, geh nochmal ganz kurz zurück. Ah, auf jeden Fall. Da lag ein Brief vor der Tür. Ja. Kannst du mit dem schon interagieren? Oh ja, ein Brief kann von ich. Sophia. Sophia. Die werden immer wieder auftauchen im Laufe des Spiels. Wir befinden uns im Jahr 1845 oder wenigstens ist das, wo der Brief geschrieben wurde. Genau. Okay, also, sie sagt herzlichen Glückwunsch. Die Sophia gratuliert uns zum Start des Experiments und hofft, dass unsere Arbeit gut vorangeht. Ich habe den Brief verloren. Kann ich den? Ah, sehr gut. Genau. Und dann gibt es offensichtlich noch einen Mr. Emerson, der sagt, dass man der ihr erzählt hat, dass man sich eben hier zurückzieht in den Wald. Und ich habe ihn wieder verloren, es tut mir leid. Ja, am Anfang mit der Steuerung. Ich weiß auch nicht genau. Also, ja. Da. Was ist das, nach links? Ja, es ist nach links. Okay. Genau. Genau, und sie hofft, dass man eben
gut auf sich selbst aufpasst. Und die Mutter macht sich auch Sorgen. Und die Sophia ist offensichtlich die Schwester von Thoreau. Yes, okay, unsere Schwester macht sich Sorgen, aber das ist ja nicht so toll. Das soll sie nicht. Okay, also wir haben hier etwas, was an eine Hütte erinnert. Ja, noch also ohne Wände. Keine Wände, aber da ist wieder eine Pfeilspitze. Ich attackiere. Gut, er sagt, das ist etwas von der gleichen Art von, er schreibt hier Fitness in einem, im Haus eines Menschen, wie auch in einem Vogel, der sein Nest baut. Genau, wir wissen von Menschen, die ihr Haus konstruieren, und jetzt konnte ich es nicht ganz zu Ende lesen, aber wir kommen hier schon in, er vergleicht sich selbst schon mit den Vögeln, also wir merken, er ist schon in der Verbindung mit der Natur. Ich glaube, ein Architekt heutzutage würde nicht von sich aus sofort eine Assoziation haben, dass er ein Vogelnest baut, wenn er sich ein Haus baut. Oder wenn man sich, ja, man spricht vom Nesttrieb oder wenn man werdende Eltern, die ihr Nest vorbereiten, also da spricht man schon direkt davon. Aber Thoreau hatte hier offensichtlich schon eine Beziehung aufgebaut zur Natur. Mhm. Hier steht, dass es angefangen hat, dieses Haus am 4. Juli zu bewohnen und dass es noch im Bau ist. Und außerdem steht hier auch, dass ich ein Essensregal habe. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch irgendwie darum gehen, Nahrung zu sammeln und mich hier irgendwie zu erhalten. Hier ist noch eine Pfeilspitze. Ja. Hier stand doch gerade, dass er Nahrung auch kaufen kann. Also das werden wir noch sehen. Da muss jetzt nicht alles komplett aus der Natur leben. Da kommen wir später noch. Sehen. Ja. Hier ist so eine Art Tagebuch. Ja. Also wir sind natürlich in der Figur eines Schriftstellers. Das erklärt auch, warum wir sehr, sehr viel lesen, warum sehr viel geschrieben wird, warum Briefe ankommen. Wir können auch noch Bücher finden, die wir lesen können. Lesen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in diesem Spiel. Hier ist unser Journal. Ja. Press up the directional button. Also ich soll hochdrücken, um es auf und zuzumachen. Okay, das war das, was ich jetzt mehrere Mal schon verdaddelt habe. Okay. Und offensichtlich gibt es noch den Emerson als Figur. Ja. Da liegt noch ein Brief auf dem Bett. Was haben wir denn da alles? Wir haben ein Bett, wir haben einen Schreibtisch. Ein Letter from Alcott. Also wir können auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, echt viel lesen. Okay, den habe ich jetzt genommen. Das scheint kein Familienmitglied auf jeden Fall zu sein. Haben wir eigentlich Ton? Fällt mir dabei gerade wieder ein, könntest du noch mal den Bewegungssensor in unserer Ausstellung hier bitte? Merci. I will visit you soon. Genau, da bekommen wir die Texte vorgelesen. We have all been so inspired by his earnest and unequivocal writings regarding the moral stain of slavery on our nation. Also wir sehen hier schon die Verweise auf Schreiben und Leben wie ein Philosoph. Da ist ein Hase. Hier können wir den Hasen analysieren, ähnlich wie wir es bei Alba schon gesehen haben. Ja. Aber hier gibt es... Ja. Und Blätter. Also ich krieg wohl Informationen über alles, was ich um mich rum habe, richtig? Hier ist ein Bekenntnis zum Vegetariertum. Wieso? Vorher war es gerade mit den Blättern, dass er die er auch essen kann. Ist es so? Ist Thoreau... Kann man sich in diesem Spiel nur vegetarisch ernähren? Ich glaube nicht. Man kann auf jeden Fall fischen. Ah, okay. Also, kann auch Tiere essen. Genau, und es handelt sich bei dem Spiel um einen sogenannten Walking-Simulator. Und Stichwort ist auch noch Slow Gaming. Das heißt, wir können wirklich rein eintauchen in dieses Spiel. Deutlich länger, als wir das jetzt hier für dieses Format hier tun können. Aber es ist wirklich so gedacht, dass man viele, viele Stunden Zeit darin verbringt und auch liest oder auch die Jahreszeiten auf sich wirken lässt oder die Tageszeiten. Wir merken, jetzt wird es gerade Nacht. Ah, du hast recht. Und hier wird auch nochmal beschrieben, wo unsere Hütte liegt, dass die eben auf einem Hügel ist und dass man von dort aus über einen kleinen Pfad zu einem See kommt. Das wird der Walden Pond sein, nehme ich an. Genau, ja. Hier ist noch ein Pfeil. Die Pfeilspitzen leiten uns wieder. Jede Pfeilspitze erzählt uns auch ein bisschen mehr. Ja, stimmt. Man kriegt so ein bisschen die Geschichte von Thoreau dann darüber auch mit. Er sagt hier, dass er hier draußen mehr
mehr lesen kann als in der Universität. Ja. Okay, und alles scheint mich hier runter zu diesem Fluss zu leiten und zu diesem Feuer. Da muss man sagen, also es ist schon schön. Mhm, ja. Es ist schon schön. Also Tracy Fullerton war auch inspiriert, weil sie den Ort tatsächlich besucht hat. Und es gibt dort so eine Tafel, so eine Art Gedenktafel an der Stelle, an der die Cabin eben gebaut war. Und sie war so beeindruckt von diesem Ort, dass sie eben beschlossen hat, dieses Spiel zu entwickeln, mit ihren Studierenden gemeinsam. Die Geisteshaltung muss man auch ein bisschen verstehen, die dahinter steckt. Wir sind in der Zeit der Industrialisierung, die Städte wachsen, es gibt Schornsteine und Fabriken, immer mehr zieht sich das Leben in die Stadt und man verliert den Bezug zur Natur. Und das ist genau das, was Thoreau hier sucht. Er sucht wieder zurück zur Natur zu kommen und wieder eine Verbindung aufzubauen zur Natur. Mhm. Und das, weil er eben Schriftsteller und Philosoph ist, hält er das alles fest in seinen Tagebüchern und reflektiert sehr intensiv darüber. Und dafür ist das Spiel gemacht, dass man eben auch darüber reflektiert. Und deswegen sehr, sehr viele Texte, die auch diese Verbindung zur Natur aufbauen, auch eine spirituelle Verbindung zur Natur aufbauen sollen. Mhm. Was man jetzt einem Computerspiel nicht direkt zuschreibt, dass es spirituell wirken kann, aber hier ist es versucht und ja, gibt auch Feedback von Spielerinnen, dass es durchaus funktioniert. Mhm. Hier wurde jetzt auch gerade nochmal gesagt, dass für Thoreau dieser Walden Pond eine der ersten Erinnerungen war, weil er wohl mit seiner Familie hierher gekommen ist. Es ist auch ganz interessant, wie du gerade gesagt hast, dass es ja ein wirklicher Ort ist auch. Ja, genau. Also den gibt es wirklich, den kann man auch besuchen. Um ihn nicht besuchen zu müssen, kann man aber auch das Spiel spielen, dann kann man sehr, sehr viel davon erleben. Ich versuche ja diesen Pfeilspitzen zu folgen. Ja. Also wir haben einen Tages-Nachtwechsel. Tag- und Nachtwechsel sind jetzt gerade in der Nacht. Entsprechend verändert sich natürlich auch der See und die Stimmung. Wir haben auch einen Jahreszeitenwechsel in-game und die Flora verändert sich auch entsprechend. Also wir haben unterschiedliche Beeren, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten wachsen. Mhm. Und so verändert sich auch unser Speiseplan. Und zu der Zeit. Es scheint ja nichts zu sein, was mich jetzt hier großartig bedroht. Ich finde auch gerade die nächste Pfeilspitze leider nicht. Mhm. Ist im Dunkeln. Ja, es ist gerade. Da muss man sagen, auch wieder das Licht, was wir brauchten, um uns gut zu belichten. Mhm. Erschwert doch stark das Gameplay hier. Es ist ganz schön dunkel. Ich glaube, es geht auf die andere Seite. Es geht auf die andere Seite. Wenn ich mich richtig erinnere. Also wir haben gerade gelernt, dass man da fischen kann oder dass er dort auf jeden Fall sein Wasser und seine Fische bezieht. Mhm. Ich sehe nichts. Ja, aber du hast. Und wir hören auch nichts im Moment. Und wir hören auch nichts. Moment. Jetzt. Ja. Wie gesagt, es ist ja kein Kinderspiel hier. Ja, also im Zweifelsfall kannst du. Bin ich ohnmächtig geworden? Oder ist der Tag zu Ende gewesen? Ich glaube, der Tag war zu Ende. Wir sehen jetzt hier einen Eintrag aus dem Buch, aus seinem Journal. Ja. Auf Seite 5 und 6. Ah ja, wir sind eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Mhm. Wir waren ja nicht weit weg von der Cabin, also können noch ruhig hier aufwachen wieder. Ja, wir wachen mal einfach hier auf. Aber ist es. Ich hatte ja jetzt keine Vorwarnung. Bin ich einfach eingeschlafen? Hätte ich was dagegen tun können? Genau. Ich glaube nicht, soweit ich mich erinnere. Okay, vielleicht ist es jetzt auf jeden Fall für mich auch wieder einfacher, die Pfeilspitzen zu finden. Ah, da ist. Vielleicht musste das auch passieren. Ja, die kommen auch nach und nach. Also die liegen nicht die ganze Zeit da, sondern man wird auch immer weiter weg von der Cabin geleitet. Ja. Allerdings müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir die Cabin zu Ende bauen, bevor der Winter kommt. Ja. Genau. How many mornings, summer and winter, before yet any neighbor was steering? About this business, have I been about mine? Also es ist auch so, man wird immer wieder in den Texten darauf zurückbezogen, dass man eben alleine ist mit der Natur und auf sich zurückbesonnen ist als Mensch. Mhm. Also wirklich so sich sehr intensiv spürt als Mensch, weil er keinerlei Ablenkung hat. Ich werde jetzt aber nicht so, ach guck mal, ich habe zwei Möglichkeiten jetzt. Ich kann entweder da lang gehen, da war gerade was geleuchtet hat, oder ich kann wieder zurück zur Hütte gehen. Genau, guck mal, noch links auf dem Stein, da lag ein Buch. Ah, ja. Ja, hier haben wir die Ilias von Homer.
Okay. Kann ich die jetzt einfach durchlesen? Kann ich? Aber ich konnte sie nur wieder zumachen. Das versucht. Ja, oh. Genau. Hä, kann ich aber. Und hier kannst du die Elias in-game lesen, ja. Ja. A nice day at the woods. Seite 12 zumindest. Ja. So. Soll ich jetzt zur Hütte gehen oder soll ich diesen Pfeilen hier folgen? Lass uns mal ein bisschen Hütte bauen. Okay, Hütte bauen. Dass wir da. Wie heißt es? Ich meine, ich bin ja nicht von hier, aber es gibt. Ich glaube. Im Schwabland? Mhm. Oder in Baden-Württemberg sagt man Schaffe, Schaffe, Häuslebau. Oder so. Halt nur nicht mit meinem komischen. komischen NRW-Akzent. Ja, das ist auch hier das erste Ziel, sich ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Das Dach ist schon da, aber die Wände fehlen noch. Naja, das Dach ist auch eher rudimentär da, würde ich sagen. Wir haben auch wieder Post. ich muss sagen, ich liebe unseren Briefkasten. Der Briefkastenstein. So. Ich möchte dich aufheben und lesen. Wie lange hat Thoreau. Von 45 bis 47, also zweieinhalb Jahre. Aber wir kriegen hier was, wir kriegen gerade eine Axt. Mhm. Wir lernen gerade, dass wir eine Axt bekommen, und zwar, denn nichts ist möglich ohne, also solche Sachen sind nicht möglich ohne Sachen auszuleihen. Das heißt, wir kriegen gerade von unserem guten Freund Ralph Waldo Emerson, der taucht häufiger auf jeden Fall. Genau, ja, der wohnt in der Nähe, werden wir später noch feststellen. Können wir später noch feststellen. Ja. Ja. Okay, aber wie kann ich denn jetzt meine Hütte bauen? Da ist Holz. Genau, da drüben ist Holz und unsere Werkbank. Ja. Okay. So. Upsi. Genau, du hast auf dem Trackpad vorne. Ah, das Trackpad. Wir sind wieder an der PlayStation. Ich glaube hier. Ah, nee. Ja. Oh. Hä? Ob das oder geht's mit dem Job? Nee, ich muss X gedrückt halten und dann mit dem rechten Joystick dem Pfeil nach. Also so scheint es auf jeden Fall zu sein. Okay. Und so kann ich hämmern. Und das Häusle bauen. Also hier ist in der Mechanik die Bewegung des Hämmerns nachempfunden. So ein bisschen realistischer, dass das Bauen ausführen kann. Und natürlich vergeht auch dadurch ein bisschen mehr Zeit, als wenn man es jetzt nur klicken würde. Und wie in anderen Spielen ein Crafting-System hätte, wo man dann einfach sagt, okay, baue Dach. Das ist auch mühsam. Hier ist man wirklich ein bisschen gefordert und es ist mühsam, ja, ist auch anstrengend. Und wir sehen auch hier, verdunkelt sich gerade, weil unser Energielevel sinkt, weil wir noch nichts gegessen haben und dann wird die Arbeit noch mühsamer. Da unten ist auch ein, okay, ich habe den Dings wieder aufgemacht, aber da unten ist so ein Icon in der Ecke. Siehst du den? Ja. Was heißt denn das? Ich glaube, das ist unser Inventar. Versuch mal da drauf zu gucken. Oder ist das? Hier ist. Okay, vielleicht ist es unsere Lebensanzeige. Ich kann das Icon jetzt gerade im Moment nicht. Aber wie können wir denn was essen? Ich möchte jetzt was essen. Genau. Lass uns doch Beeren suchen gehen. Beeren suchen. Aber, oder könnte ich jetzt noch. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, das ist ein sehr langsames Spiel. Oder auf jeden Fall kein bedrohliches Spiel. Bin ich denn auf das Essen überhaupt angewiesen? Also wenn jetzt die Geschwindigkeit, die Arbeitsgeschwindigkeit verändert sich. Also es ist gut was zu essen, es ist auch später gut was anzupflanzen, damit man noch reichhaltigere Nahrung zu sich nehmen kann. Ah, hier kann ich was aufheben. Genau, und wir sehen, du hast das gegessen, das Icon unten leuchtet kurz auf. Ja, das ist noch ein okay. Bisschen dann mehr, genau, das Rot schwindet und vielleicht sind wir wieder im grünen Bereich. Ja. Dann okay. Jetzt scheint sich nicht mehr zu verändern. Ich gehe mal davon aus. Ja. Okay, soll ich jetzt hier mal weiter mein Häusle bauen? Wieder. Es ist wirklich ein bisschen, also man muss wirklich sagen, es ist nicht so einfach wie Essen. Zusammenfassend könnte ich sagen, das Haus bauen ist nicht so einfach wie zu essen. Jetzt bin ich schon. Die Kräfte schwinden schon wieder. Ja, er ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ich meine, man soll sich auch nicht überfordern. Ich kann ja einfach noch mal ein bisschen durch den Wald laufen. Oh! Und wir gehen schon wieder. Bin ich ohnmächtig geworden? Ja. Aber mein Haus ist viel, viel besser jetzt. Dafür ist, sind die Wände da. Lass mal kurz rausgucken, ob das Dach schon da ist jetzt.
raus. Jede Menge Post liegt da auf jeden Fall rum. Habe ich wieder Tisch. Brief... Achso. Da drin auf dem Tisch liegen sehr viele. Der Briefkasten ist leer. Ja. Oh ja, das sieht doch toll aus. Ja, ich finde das also... Super. Das ja, sieht doch mal kommen. Aus wie eine Hütte. Ja. Ich bräuchte vielleicht noch eine Tür und ein paar Fenster. Oder ist das ein Luxus, das ist den wir uns nicht leisten? Überbewertet, glaube ich. Okay, also, das erste wäre geschafft. Ich brauche Pfeilspitzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Pfeilspitzen. Oder sind wir jetzt schon aus dem Tutorial raus? Wir sind völlig frei. Also aus dem Tutorial sind wir raus, ja. Okay, kann ich rennen? Die Pfeilspitzen sind weiterhin da. Die leiten uns, geben uns weiter Einblicke in die Geschichte. Aber es ist ein Walking-Simulator und der ist sehr, 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 sehr offen und frei. Wir können ganz viele Entscheidungen selber treffen. Ich kann auch, wenn ich die linke Schultertaste drücke, kann ich rennen. Habe ich gerade herausgefunden. Mhm. Weil sonst bewegt man sich ja schon sehr langsam und sehr gemächlich. Ja. Sag mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Gibt es denn so ein richtiges Ziel? Keines im herkömmlichen Sinn. Also das Ziel ist es, das Ganze zu erleben. Das Ziel ist es, es wahrzunehmen. Und ja, das Experience ist, also der Weg ist direkt das Ziel. Ja. Hier sind Fische. Ist schon schön. Schritt für Schritt. Wir können noch gucken, dass wir noch eine Angel, später bekommt man noch eine Angel. Und du hattest gesagt, die Jahreszeiten ändern sich auch. Die Jahreszeiten verändern sich, die Vegetation verändert sich in der Jahreszeit. Es gibt also auch einen Winter, ein Schneefeld. Das Haus ist jetzt schon mal fertig, das ist schon mal gut. Im Winter muss man auch darauf achten, dass man noch Holz hackt. Was ich auch ganz witzig finde, sorry, ich springe jetzt vom Thema, aber wenn man jetzt hier mal so ein bisschen auf die... Also, was auffällig ist, ist, dass hier unglaublich viele Pflanzen rumstehen. Und wenn man jetzt mal von der technischen Seite her guckt, siehst du das? Die Blätter. Ja. Klar, hier muss halt unglaublich viel optimiert werden, damit man so viel Pflanzen in diese Szene reinbringen kann. Ja, ne? Ja, also die Bäume bestehen aus, die Blätter sind Billboards, das heißt, das sind Flächen, einfach nur texturierte Flächen, die so ineinander verschachtelt sind. Ja. Das ist ein... Huch. Okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich hin muss. Und ich weiß nicht, ob mein Häuschen zu Ende gebaut ist. Genau, versuch doch mal zum Haus zu... Ah, was ist das da vorne? Ich hab gleich Hunger. Was? Hier? Baumstumpf. Was meinst du diese Hütte hier? Ja, oder eine verfallene Hütte. Vielleicht finden wir da noch was wir brauchen können. Ich glaube, ich muss gleich essen. Also, eine verlassene Hütte. Okay. Eines Iren, der hier... Ah, ich kann den, ich kann hier looten. Ja. Genau, los geht's. Ich glaube, hier stand, ich kann die Bretter mitnehmen und für meine eigene Hütte brauchen. Oh ja, sehr gut. Loot! Okay. Ja, du hattest vorhin gesagt, du hattest kurz Slow Gaming angesprochen. Ich glaube, das war Tracy Fullerton auch recht wichtig, oder? Dass es hier nicht darum geht, eben so, also dass man hier auch einfach mal nichts zu tun hat. Ja. Kann das sein? Ja. Genau. So geht es mir gerade. Es geht auch darum, die Wahrnehmung zu schärfen und einfach rumzulaufen und das wahrzunehmen. Ja. Ich muss gerade mal gucken, wo wir sind. Ich muss auch sagen, für mich ist es eher ungewohnt, nichts zu tun, also nichts. Ah, da ist mein Task. Genau, also wir können schon immer wieder Dinge gezielt machen. Wir sehen hier auch Emerson. Wo bin ich denn? Wir könnten Emerson, der Pfeil, Emerson besuchen. Wir könnten in Emersons Haus besuchen gehen. Nee, ich oder nach Concord gehen. Main Quest. Genau. Aber, also ich muss irgendwie da runter, ne? Ja. Ah, wir haben eine Laterne, das wird uns in der Nacht helfen. Sehr gut. Ah, das ist wirklich gut. Und es ist auch wahrscheinlich gleich wieder Nacht, so wie ich hier rumgetrödelt habe. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert viel Wald. Ich hätte ja gerne so einen Wechsel, aber wahrscheinlich bevor so ein ja, also Jahreskartenwechsel kommt. Man kann durchaus ins Dorf gehen, man kann auch Emerson treffen und manchmal sich mit ihm philosophische Gedanken austauschen. Manchmal reagiert es ein bisschen langsam, merke ich gerade. Ich bin auch vielleicht eine ungeduldige Spielerin. Ist vielleicht gut, mal solche Erfahrungen zu machen. Also ist auf jeden Fall... Oh, und ich bin... Ja. Oh, 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 oh. Ja, ziemlich hungrig, ne? Müssen wir mal gucken. Ah, die können wir doch essen. Die kann ich essen. Super. Pflanzen. Hier sind es jetzt... Beeren, oder? Was stand da? Schwarzbeeren waren das. Ah, Schwarzbeeren. Ah, und da ist noch was? Das ist nur... Pipergrass. Eine Grassorte, ja. Ich kann aber was damit machen, wenn ich es runterschneide.
Ich glaube, ich kann mit Schatten quasi mir bauen. So, jetzt kann ich wieder weiter rennen. Los! Schnell! Da unten ist wieder der geht das wieder Teich zu dem und das Lagerfeuer, genau. Ja. Links ist deine Hütte. Aber ich glaube, mein Ziel liegt irgendwo hier auf dieser. Genau, ja. Das ist am Angelplatz, glaube ich, war das so. Das Boot vielleicht sogar, das dort liegt. Aber ich werde schon wieder müde. Und einschlafen bald. Ja, Moment, jetzt versuche ich hier gerade nochmal herauszufinden, wo es eigentlich hingeht. Ich weiß auch nicht, was unser nächstes. Ah, guck mal, geradeaus. Ja. Ich weiß nicht, was unsere nächste Aufgabe sein wird. Eine Unterkunft haben wir ja jetzt. Ich habe auch, glaube ich, gelesen, also das Buch wird ja auch in den USA in der Schule gelesen. Mhm. Also es ist, Ja, genau, ist ein Teil der, ja, des Kulturgutes, des nationalen Kulturerbes der Vereinigten Staaten. Und es ist, wenn man so möchte, auch aus heutiger Sicht, die Bibel des Aussteigertums, also auch dieses sich zu lösen aus der Gesellschaft und irgendwo zurückzuziehen in den Wald und alles als Blaupause auch um Kommunen zu bilden, also nicht nur alleine, sondern eben auch in Gemeinschaften der Industriegesellschaft den Rücken zu kehren und ein Leben in der Natur zu versuchen. Mhm. Ja, ein schöner Sternenhimmel hier. Ja. Ja, da, ich habe ihn gerade bewundert. Es ging Ihnen ja wirklich auch darum, diese Umgebung so wahr wie möglich nachzubauen. Mhm. Ja. Ist das hier unser Ziel? Ja, genau. Hier haben wir einen. Was bist du denn? Eimer oder ein Gefäß, um Fische Rocks zu transportieren. Nee, daneben da. Genau. Ja, ein Fishing Rod. Die Angelroute, aber, die liegt davor und das hier. Genau, ja. Da ist die Angelroute. Da ist die Angelroute. Ja, okay. Jetzt haben wir eine Angelroute. Genau, und da kann man uns mit Fischen versorgen. Oh, jetzt muss ich wieder hoch. Das ist ja auch ein immer wiederkehrendes Element in verschiedensten Spielen, dass man angeln können muss. Also so ein bisschen ein Running Gag, dass in jedem Spiel muss eine Möglichkeit bestehen zu angeln. Ah, ich muss auf jeden Fall immer X drücken und dann mit dem rechten Joystick die Bewegung nachmachen. Die Bewegung ausführen. Mhm. Das ist nicht so intuitiv. Mhm. Und jetzt, okay, das war intuitiv. Mit X habe ich es wieder rausgeholt, aber ich habe, glaube ich, nichts gefischt. Okay, aber das ist jetzt die Möglichkeit zu fischen. Mhm. Es ist aber spät. Ja. Und ich habe schon wieder Hunger. Ah, super. Sehr schön. Na, das kommt ja treffend. Und hast ihn schon gegessen? Ich habe ihn einfach gegessen. Mhm. Naja, ich meine, gut, man könnte ja sagen, wenn ich ihn nicht essen wollen würde, bräuchte ich auch gar nicht angeln. Ja, man könnte noch ans Lagerfeuer gehen und den braten, aber okay. Okay, also das habe ich jetzt gelernt. Ich nehme mal an, das ist, also dann sind wir doch immer noch im Tutorial. Genau, und oben ist noch ein Fischgrund, da siehst du die. Ah, unser Task ist auch zu Amazon zu gehen. Genau, das ist jetzt das nächste, ja. Und das ist dann aber wieder aus dem Wald raus, ne? Mhm. Ah, und ich bin wieder eingeschlafen. Okay, du kannst dann in der Cabin starten, dann sind wir schon ein bisschen näher dran. Und dann können wir noch kurz zu Amazon gehen und dann. Okay. Haben wir, glaube ich, so die wichtigsten Parameter erlebt. Oh, ey, ich habe schon Fenster. Wo sind die denn hergekommen? Oh ja, sehr schön. Das ist ja cool. Und ein kleines Kaminfeuer. Das sieht auf jeden Fall jetzt hier schon wohnlicher aus, würde ich sagen. Eine ganze Menge Briefe, die ich jetzt nicht lesen möchte. Es geht ja auch darum, Selbsterfahrungen zu wissen, was man machen möchte. Und ich möchte jetzt, total ungeleitet möchte ich jetzt zu Amazon. Aber wo lang? Erstmal rumdrehen. Und dann gibt es einen Weg. Da, es aus dem Wald gibt raus. Einen Weg. Ja. Okay. Da vorne. Und es ist ja wohl auch so. Wir kommen hier auch gleich noch am Feld vorbei. Ist das hier der Weg? Bestellen kann. Ja, hier hoch. Okay. Genau. Ein Feld, okay. Also hat Thoreau mit seinem ganzen Aussteigertum trotzdem die Verbindung zur Zivilisation nicht ganz verloren. Genau, ja, also er war nicht komplett isoliert. Wir sehen ja, er bekommt immer wieder Briefe, er hat Emerson als seinen Freund gehabt und auch Concord ist in der Nähe. Also es ging ihm nicht darum, jetzt irgendwie super konsequent sich zu isolieren und komplett auszusteigen. Mhm. Das war nicht unbedingt das Ziel, er wollte eine Erfahrung machen und
hat selbst bestimmt, wie viel Zeit er alleine verbringt oder wann er wieder den Kontakt gesucht hat. Ja. Das wird ihm nachträglich auch negativ angerechnet. Also es gibt auch Kritiker, die eben sagen, ja gut, der hat sich dann von der Mama die Wäsche waschen lassen in seinem Aussteigertum. Klar, kann man zu Recht kritisieren. Ich denke, das Gedankengut, das er aber entwickelt hat dabei, das ist das Wertvolle. Und ja, es ist immer einfach nach konsequentem Handeln zu schreien. Man sagt, ja, er hat ja Zivilisationselemente benutzt, wie eine Axt oder Papier und Stift und hatte Bücher und so weiter. Also das lässt sich immer leicht kritisieren. Ja. Ich glaube, er ist sehr, sehr weit gegangen und das, was vor allem wertvoll ist, er hat das konsequent aufgezeichnet, was er gemacht hat. Und dadurch ist seine persönliche Erfahrung ja auch der Nachwelt erhalten geblieben. Ja, ja klar. Ich habe gerade mal schnell hier ein paar Blaubeeren gesnackt. Unbedingt. Ja, okay. Also man muss schon sagen, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne? Es geht ja auch um die Naturerfahrung im Videospiel, was man durchaus, also auf den ersten Blick scheint es irgendwie nicht logisch, weil man natürlich auch sagen kann, ey, wenn du eine Naturerfahrung haben möchtest, eine Fallspitze. Dann geh in die Natur. Dann geh in die Natur. Ja. It's very good to make your acquaintance, Mr. Thoreau. Your sister seems to be... so, jetzt haben wir hier, Amazon hat uns... It is good to find a youth so interested in the finer fruits of thought. Grüßt uns, heißt uns willkommen. Jetzt sind wir hier. Das wird wohl Amazon sein. Mir kommt immer Amazon raus. Ja, es ist so viel zum Thema Großzivilisation, Massenzivilisation. In der Natur. Ja, und ich merke auch, dass mein Gehirn nach Belohnungen creeft. Ja, das ist in diesem Spiel, genau, also es hat eine eigene Pace. Auch die Art und Weise, wie die Interaktion stattfindet. Ja. Okay, also wir werden hier zu unserem Experiment gefragt und wir können jetzt sagen, dass wir es gut finden, also dass es eigentlich ganz gut läuft. Ja. Und ob er, also es ist ja quasi die Frage, ob wir schon eine Erleuchtung hatten, oder? Ja, genau. Naja, ich möchte lieber mit Hasen antworten. Some summer hares. Well, I'm sure your muse will find you soon. Okay, also ich muss sagen, meine Selbsterfahrung sagt mir, ich habe jetzt nicht richtig Lust, das komplett durchzulesen. Ist es wichtig? Genau, also kannst jetzt in dem Fall auch ein bisschen abkürzen natürlich. Okay, guck mal, aber da wird die Lias wieder angesprochen. Mhm. Genau, Homer. Dass man hier lesen kann. Ja. Naja, es geht um die Reise, es geht um die Selbsterfahrung, die er macht. Und deswegen ist natürlich die Ilias als Reiseschrift hier auch relevant. Und ja, also man muss schon auch sagen, Thoreaus Ego hier, klar, die Erleuchtung zu haben, geniale Gedanken zu haben, und das ist ja alles sehr, sehr hoch. Da ist jemand. Sieht sehr hoch an. Ja. Okay, ich muss das mal anders angehen. Ich merke gerade, ich nehme jetzt keine Verfolgungsjagd auf. Ja, das ist natürlich auch irgendwie faszinierend, dass man im Videospiel ein Buch aus der klassischen Literatur lesen kann. Gibt es nur das oder meinst du, ob es da noch mehr verteilt gibt? Wenn nicht, ist auch okay. Ich glaube, es gibt noch mehr. Okay, also was müssen wir jetzt tun? Wir müssen wieder zurück zur Hütte gehen. Ich glaube. Genau, wir können hier aber noch was holen. Ja. Looten. Was war das? Ich glaube, es war noch ein Wärmglas zu holen, wenn mich nicht alles irrt. Ach so, okay. Hier bei Amazon. Bei Amazon, ja. Bei Amazon. Amazon. Es ist schwierig. Wie soll man das anders aussprechen? Hier, also, ja, das meinst du, ne? Das ist ein Spiel. Das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo man so eine Kugel drauf. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Bilde mir ein, hier gab es noch einen. Vielleicht kommt das aber auch später. Ja, kein Problem. Ja, also ich glaube, wir haben die. Auf der Bank lag noch was. Ein Buch. Ah, das ist nochmal ein Buch. Hallo? Nee, aber ich glaube, ich kann nicht damit interagieren. Keine Information zu diesem Buch. Gut, also ich glaube, wir haben die Mechanik erlebt und verstanden. Ja. Geht tatsächlich darum, dass man so Schritt für Schritt tiefer in dieses Naturerlebnis einsteigt. Es ist nicht, wie wir es aus anderen Spielen kennen, dass die Pace sehr schnell ist und sehr hoch ist. Das Belohnungssystem ist vorhanden, absolut. Also das gibt schon, dass Guck man mal. Immer wieder...
Entschuldigung, ja. Ich dachte, es wäre mehr Farbe da. Ich habe das Gefühl, manchmal ist das Spiel grau, manchmal nicht. Aber ich weiß nicht, was es sich geändert hat. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, nein. Also das Belohnungssystem ist genau da. Es geht genau darum, Erfahrung zu machen. Das ist genau das Thema. Hier sind wieder Pfeilspitzen. Die Belohnung erfolgt primär durch Information. Also es ist nicht so, dass man Reichtümer anhäuft. Schritt für Schritt verbessert man natürlich seine Situation. Mhm. Aber das ist nicht das erste Ziel. Es ist kein Survival-Game, wo man dann irgendwie, oder eine Aufbaustrategie oder so irgendwas. Sondern es geht wirklich um das Erlebnis. Und entsprechend ist es auch gestaltet und gehalten. Frage ich mich, ob ich überhaupt rennen darf. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht, während ich renne. Dann kommt immer diese Hetze. Das ist so stressig. Ja, ich muss ganz schnell zur Hütte kommen. Ja. Und ich bin eigentlich hungrig. Was kann ich denn jetzt hier noch essen? Aber vielleicht reicht es auch, um einen Einblick in das Spiel zu geben. Ich glaube auch. Es würde mich noch interessieren, ob diese Pflanzen auch... Also das werden ja wahrscheinlich auch wieder die Pflanzen sein, die man wirklich im Walden Pond finden kann. Ja, das ist nachgebildet. Der Original Flora und Fauna nachgebildet, nachempfunden. Man kann später auch noch Ackerbau betreiben. Wie gesagt, muss dann wieder darauf achten, dass man genug wässert. Also ich muss ja essen. Ja. Zur richtigen Zeit erntet. Man kann Bohnen anpflanzen später. Okay, ich glaube, vielleicht werde ich gleich ohnmächtig. Aber hat es irgendwelche weiteren Folgen, wenn ich ohnmächtig werde? Du wachst dann wieder auf. Okay. Ja. Genau, also sterben kann man nicht. Ja. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich erst hineinfinden muss. Oder für mich ist es auf jeden Fall schwierig, nicht direkt offensichtlich etwas zu tun zu haben. Mhm. Auch wenn das natürlich irgendwie an andere Farming-Spiele, klar, man muss erstmal seine Hütte aufbauen, dann muss man sich irgendwann, das kennt man ja auch aus, keine Ahnung, Stardew Valley oder so, dass man sich das Leben irgendwie erst schaffen muss, aber es ist nicht so schnell und auch nicht so offensichtlich, würde ich sagen. Es ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 könnte man ein sehr ähnliches Gameplay verfolgen, wie es hier in Walden stattfindet. Also da gibt es auch die Möglichkeit, einfach Zeit in der Natur zu verbringen und den Hasen aufzulauern oder ein Eichhörnchen zu beobachten oder auch Beeren zu sammeln. Also da gibt's, das hat zwar andere Ziele und hat eine ganz andere Story, aber man kann so Walden-Momente auch in Red Dead Redemption erleben. Ja, wir brauchen Essen. Also ich meine, man kann ja durchaus auch hier wirklich, wenn man sich die Zeit nimmt, die ich mir jetzt nicht genommen habe, kann man ja durchaus auch noch was über die Fauna lernen. Und da fällt mir gerade noch was ein, und zwar, dass es nämlich eine Studie dazu gab, über Red Dead Redemption in diesem Fall, also über die Naturerfahrung. Ich glaube, also ich gehe hier gleich, ich nehme die Abkürzung in die Hütte, würde ich sagen, weil ich finde hier kein Essen. Aber dass es eine Studie gab dazu, inwiefern SpielerInnen, die Red Dead Redemption gespielt hatten, in der Lage waren, einheimische Tiere besser zu identifizieren. Und also auffällig war natürlich, dass besonders die Tiere, die irgendwie so teuer waren oder mehr Leben gebracht haben in Red Dead Redemption, auch besser erkannt wurden. Aber es war generell zu beobachten, dass die Leute, die Red Dead Redemption gespielt hatten, diese Tiere identifizieren können. Das fand ich ganz interessant. Und das würde natürlich auch hier dafür sprechen, wenn man sich die Zeit nimmt. Dass man dann die weiße Pinie irgendwann erkennt. Ja. Aber ob ich jetzt die weiße Pinie erkennen würde, müsste man ausprobieren. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich hier kein Essen finde und gleich wahrscheinlich einfach umkippe, würde ich sagen, wir belassen es hier. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in Thoreaus Gedankenwelt und in das Spiel, das uns Tracy Fullerton hier zur Verfügung gestellt hat. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, vom heimischen Sofa aus Naturerfahrungen, annähernd Naturerfahrungen zu machen, auf der visuellen Ebene zumindest, und spielbar. Wir haben natürlich Phänomene wie, dass Thoreau dann gefroren hat und um das Lagerfeuer braucht, das erleben wir hier natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen. Im gemütlichen Zuhause. Genau, aber vielleicht inspiriert es uns zum nächsten Ausflug in den Wald und dort innezuhalten und wahrzunehmen, was wir alles finden in unserer Umgebung, wenn wir es hier aus dem Spiel gelernt haben. Stimmt, eigentlich kann man ja dadurch auch erlernen, was man im Wald essen darf. Sollte ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, grundsätzlich ja. Zumindest die Erkenntnis, dass im Wald etwas sein könnte, was man essen kann, ist ja für viele schon eine Überraschung.
Hatten wir ja vorhin schon, dass ich ein Stadtkind bin. Ja, schön. Okay. Dann danke ich dir. Ja, danke dir. Dass wir heute wieder zusammen gespielt haben. Sehr schön. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Sehr gut, da freue ich mich schon drauf.